herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe WiesnTV. Wir hier live vom Oktoberfest in Koblenz. Ja, das 10-jährige Jubiläum ist im vollen Gange und ich habe mir heute Unterstützung geholt vom lieben Felix. Schön, dass du da bist. Hallo liebe Carina, hallo an alle Zuschauer da draußen. Schön, dass ich heute hier bin. Ich freue mich sehr, dass du mich heute unterstützt, aber sag mal, die Zuschauer kennen dich ja noch nicht. Ja. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, liebe Zuschauer, ich bin der Felix, 25 Jahre alt und freue mich total, hier heute Abend zum ersten Mal für euch vor der Kamera bei TV Mittelrhein zu stehen. Ich habe auch noch einiges mit dir heute vor, davon weißt du aber noch nichts. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Aber du bist schon so ein Oktoberfest-Fan, also du kennst dich aus. Ich würde mich schon als Oktoberfest-erfahrene Person bezeichnen. Meine Tante zum Beispiel, die wohnt in München. Dementsprechend war ich schon im jugendlichen Alter oft auf dem Oktoberfest, habe auch die ein oder andere Maß getrunken und bin schon seit Jahren hier auch auf dem Koblenzer Oktoberfest am Start. Also ein richtiger Profi, kann man sagen. Ja, und ich bin gespannt, welche Gäste wir heute hier bei uns begrüßen dürfen. Unter anderem freuen wir uns heute auf Vanessa Mai. Und das Festzelt, ja, was soll ich sagen, das ist natürlich wieder bester Stimmung. Also hier geht schon ordentlich was ab und wir gehen uns jetzt direkt mal umschauen und sagen bis gleich. Vorhin schon erwähnt, Globus ist heute Partner des heutigen Abends und ich freue mich, ja, die wohl bekanntesten Gesichter aus dem Globus hier bei mir in der Box begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr da seid. Hi, schön, dass wir da sein dürfen. Sag mal, woher kennt man euch denn? Ich würde sagen, vom Globus natürlich und von Instagram vielleicht. Der eine oder andere folgt uns bei Insta. Wir haben 5 Videos in der Woche und zeigen uns gerne und unseren Markt und das, was wir halt auch da bieten bei uns. Kurze Werbung an der Stelle. Also eigentlich wollte ich ja mit eurem Chef sprechen, aber der musste länger arbeiten, musste den Markt zumachen und hat gesagt, nee, also die zwei, die sind viel besser dafür. Wir sind das Gesicht von Globus und deswegen sollen wir das machen. Richtige Entscheidung. Jetzt sag mal, Globus und Oktoberfest, wie passt das zusammen und warum habt ihr gesagt, wir werden Partner? Weil wir Oktoberfest einfach lieben und die Veranstaltung super toll finden und die Lichter, das ist einfach mega. Organisieren und alles drumherum. Es ist einfach, als ob wir in München wären. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute hier seid. Ich habe auch gehört, ihr habt einige Leute heute mitgebracht. Genau. Wie viele genau? Also wie viele arbeiten bei euch und wie viele sind heute hier? Wir haben ungefähr 350 Mitarbeiter und sind mit 200... 460. Oh, nochmal? 460 Mitarbeiter. Wow. Entschuldigung, 460 Mitarbeiter und heute sind circa 250 da. Wow, also das halbe Festzelt besteht heute einfach nur aus Globus. Schön, dass ihr da seid. Wir feiern jetzt und ich entlasse euch ganz schnell, weil ihr arbeitet ja heute offiziell genau, nicht. Ne? Wir haben frei jetzt. Dann los, ab mit euch. Tschüss. Mittlerweile unschwer erkennen können, befinden wir uns jetzt im Outdoor-Area-Bereich des Koblenzer Oktoberfest und dieser Outdoor-Area-Bereich hat etwas ganz Besonderes und zwar können sich hier Unternehmen oder auch einzelne Personen die sogenannte Almhütte mieten und haben dann exklusiv geschlossene Gesellschaft und den ganzen Abend lang ihr eigenes Catering, ihre eigene Verpflegung und ihre eigene Party sogar in dieser Almhütte. Wir gehen jetzt mal in die Almhütte hinein. Schauen da mal, was bietet die Optik so, was bietet das Buffet so und unterhalten uns mit einem Gast, wie er es denn so findet. Los geht's! Hallo! Hi, grüß dich, Markus! Hallo, grüß dich! Wir sind hier bei Markus. Markus, ja. Du hast dir, sage ich mal, den Luxus gegönnt und heute Abend für dich und deine Mitbegleitungen heute Abend dir diese Hütte gemietet, die Almhütte. Erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du darauf kamst zu sagen, hier, ich gehe mit meinen geschätzten Kollegen aufs Oktoberfest in Koblenz und ich buche mir diese Almhütte. Also ich würde jetzt schon mal sagen, es ist kein Luxus. Es ist einfach ein Dankeschön an unsere Mitarbeiter, die seit vielen, vielen Jahren uns die Treue halten und total loyal zum Unternehmen stehen.
Und dann fand ich es eine Top-Gelegenheit, hier feiern zu können. Der Jürgen bietet das an. Man kann diese Hütte hier exklusiv mieten für einen Abend. Ja. Und das haben wir einfach gemacht und getan. Das machen wir übrigens zum dritten Mal. Also das macht richtig Spaß. Und sehr gut. Also einfach eine geile Party. Und das Ganze unterscheidet sich ja ein bisschen vom, sag ich mal, Hauptzelt, wo auch die Partybands auftreten. Was genau war der Punkt, wo du jetzt sagst, okay, ich miete mir jetzt hier extra die Almhütte und gehe nicht einfach nur normal aufs Oktoberfest? Du hast in diesem Bereich einfach etwas mehr Exklusivität. Du kannst mit deinen Mitarbeitern sprechen, du kannst dich an jeden Tisch setzen. Das ist im Zelt einfach nicht gegeben. Ja? Und wir werden gleich zum Highlight natürlich alle in dieses Zelt strömen. Wir werden uns das anschauen und dann hier noch einen gemütlichen Abend verbringen. Und das war die Intention, Dankeschön zu sagen und etwas zurückzugeben für all das, was die Leute uns das ganze Jahr geben. Und wir werden das heute mit einem geilen Abend hoffentlich gebührend feiern. Das hört sich super an, Markus. Und sag doch mal abschließend, wie gefällt dir denn das Catering hier drin? Wie gefällt dir das Essen, das Trinken? Und welche Impressionen hast du schon von deinen Kollegen bekommen, wie es denen hier drin gefällt? Also schlicht und ergreifend. Catering war gut. Ich habe nur Lob gehört von meinen Mitarbeitern. Ich habe dem Organisator des Caterings heute Abend auch schon Dankeschön gesagt. Es war toll, Essen war toll. Service ist toll hier im Zelt oder hier in der Hütte. Auch dafür einen ganz großen Dank an Jürgen Lichter und an die Rita. Es passt einfach alles. Es macht Spaß. Also ich kann es jedem Unternehmer nur empfehlen, hier einen Abend zu verbringen und die Hütte exklusiv zu buchen. Danke dir, Markus, für diese super Zusammenfassung von der Almhütte. Was wäre das Oktoberfest ohne richtiges Maßkrugheben? Ich habe zwar ehrlicherweise nicht so das Gefühl, dass ich gegen dich gewinnen werde. Das werden wir ja noch sehen. Also ich habe gedacht, wir probieren das einfach mal aus. Und wenn ich richtig versage, dann habe ich, glaube ich, schon jemanden, der dir ein bisschen mehr gewachsen wäre. Ja. Also ich bin gespannt. Ich merke jetzt schon, dass es schwer ist. Deswegen lass uns bitte anfangen, okay? Okay, auf los geht's los. Ja. 3, 2, 1, los. Aber mit ausgestreckten, ne? Also nicht einknicken. Ja, mein Arm ist ausgestreckt. Oh Gott. Wer kam auf die Idee? Ich? Ich glaube, du kamst auf die Idee. Aber bis jetzt gefällt mir die Challenge ganz gut. Fragen wir mich mal in einer Minute, wie es mir so geht. Ich weiß gar nicht, wie lange macht man sowas in der Regel oder wie lange schaffen das richtige Männer? Was meinst du jetzt mit richtige Männer? Also ich glaube, je größer der Bizepsumfang ist, desto schwieriger fällt es einem. Hier schön ausgestreckt lassen, ne? Also ja, danke nochmal für den Hinweis. Wir haben übrigens hinter uns, das sehen die ganzen Zuschauer gerade nicht, hier ganz viele Leute, die uns anfeuern. Ja. Und hier auch gucken, ob alles mit rechten Dingen zuläuft. Ich werde hier auch regelmäßig darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich doch bitte meinen linken Arm ausreichend hochstrecken soll. Boah, also danke an die ganzen Schiedsrichter hinter der Kamera. Guck mal, ich werde hier schon unterstützt heimlich. Ja. Also so langsam fängt es an. Es wird, ich merke, dass ich eine Maß in der Hand halte. Ja. Wie geht's dir ansonsten so? Wie sind die Arbeitsumstände heute so? Also top, aber also langsam fängt mein Arm an zu zittern. Ja. Mhm. Tief einatmen. Geht's noch? Ja. Wie lange machen wir das jetzt schon? Also ich würd sagen, bis du nachlässt. Oh. Also hier auf der anderen Seite habe ich erspäht, dass du ein bisschen illegal unterstützt wirst. Nein, wie kann das sein? Ich mache das alles alleine. Ah. Also so langsam wird es für mich sehr schwer. Ich habe nämlich keine Unterstützung. Lass los. Oh. Um Gottes Carina, Willen. Geht's noch? Du musst nur runtergehen. Nein, ich möchte nicht verlieren. Ich bin so ein schlechter Verlierer. Oh Gott. Komm, jetzt eisern bleiben, stark bleiben. Ich push mich nochmal selber. Felix, du machst das super. Ausstrecken, weiter so. Ausstrecken. Du schummelst. Ah. Geben wir zusammen auf? Wir geben zusammen auf. Echt? 3, 2, 1. Ich fall nicht drauf rein. Okay. Ja. Gewinner. Du hast es aber super gemacht. Ich weiß nicht, was so ein Ding wiegt, ne? Aber... Es war schon schwer. Es war, ich stell's jetzt mal ab. Wir trinken jetzt was.
verdient. Darauf stoßen wir erstmal an. Carina, du hast dich sehr stark geschlagen. Oh, ich kann das nicht mehr halten zum Trinken. Maßen schnell machen. Prost. Prost. Kann ich das bitte wieder abstellen? Dankeschön. Ja, ich würde sagen, wir stellen es jetzt mal ab. Oh, ich kann nicht mehr. Fertig. Ich brauche eine Pause. Wir gehen jetzt in die Pause. Oh, ist schon schwer. Oh, ich kann nicht mehr. Ey. Also ich brauche jetzt so eine Handmassage. Ja, ja. Der heutige Partner ist Globus. Ja, und ihr habt die ganze Mannschaft mitgebracht, oder was? Ja, selbstverständlich. Da, wo Globus ist, muss auch Globus drin sein. Ach so, da ist also bei euch überall Globus drin, ja, Globus drauf? Ja, natürlich. Schau mal hier. Ja, ich sehe das. Ihr habt wunderbare T-Shirts mitgebracht. Und ihr feiert ja jetzt nicht nur, dass ihr heute Partner seid, sondern ihr feiert auch 10 Jahre Globus dieses Jahr. Ja, absolut. Wir sind einfach mit Herz und Sinne dabei. Man merkt das. Wie viele Leute seid ihr jetzt hier heute insgesamt? Sind ja. 200 plus ungefähr. Also das halbe Festzelt ist hier heute voll mit Kovalenz, Globus-Kovalenz. Arbeitet da heute überhaupt wer? Ja, jetzt nicht mehr, jetzt sind wir alle hier. Aber ja, wir haben heute noch alle gearbeitet und zum Abschluss Party. Ja, richtig so. Ja. Ich habe auch gehört, der Chef, der muss heute alleine zumachen. Auf den warten wir tatsächlich noch. Und die Mitarbeiter sind wir schon am Trinken, also irgendwas habt ihr richtig gemacht. Ja klar, wir trinken gerne und viel. Sehr gut, so gehört sich das. Er hat zu uns gesagt, wir sollen heute feiern gehen und er macht den Laden zu. Einen besseren Chef gibt es, glaube ich, nicht. Und ihr seid auch so fürs Feiern bekannt. Ist das öfter mal so, dass die vom Globus nach Feierabend sagen, los geht's? Ja, das machen wir öfters. Entweder gehen wir essen oder irgendwo was trinken. Also das kommt schon öfters vor. Das ist schön. Und wenn jetzt die Leute sagen, die kenne ich doch irgendwo her. Wo genau findet euch man beim Globus? Ihr habt ja auch mehrere Abteilungen. Also wir, die hier sitzen, sind alle vom ersten Stock. Wir sind alle ja, auf dem ersten Stock vertreten. Was gibt's da so? Uhrenschmuck, Textil, Spielwaren, Schreibwaren, Drogerie. Habe ich was vergessen? Nee, das war's. Katzen, Hundefutter. Hundefutter gibt es auch, korrekt. Katzenfutter auch. Also ich gehe da super gern einkaufen. Ne? Also ja, ich freue mich auch jetzt, wo ich die Gesichter mal dahinter kenne. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich beim Globus bin, ja, dann trinken wir auch mal ein, oder? Ja, absolut. Ich würde sagen, Prost. Ja, Prost für euch. Prost. So, liebe Zuschauer, ich habe jetzt hier die ersten Gäste schon in der Wiesenbox am Start. Bei mir ist der Andi und der Jürgen von der Partyband Max. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, servus miteinander. Und auch einen wunderschönen guten Abend an dich, lieber Jürgen. Ich grüße euch ganz herzlich aus Koblenz. Jetzt sagt doch mal, ihr seid ja schon ein paar Jahre hier. Was sind denn eure Rollen in der Band, Jürgen? Ich habe schon gehört, du bist der Gruppenanführer, sage ich mal. Ja, fast der Häuptling, aber es gibt keinen Chef bei uns. Ich bin der Bandleader und ja, wir sind seit 8 Jahren hier in Koblenz bei der Familie Lichter. Wir werden immer herzlich aufgenommen und es ist einfach herrlich hier. Ey, das freut mich, dass ihr schon seit 8 Jahren hier am Start seid. Andi, was machst du denn so Schönes in der Band? Ja, ich bin der Frontsänger und immer an der Front und sorge dafür, dass das Publikum immer bei Laune ist, dass die Leute alle mitmachen, weil ich glaube, das ist wichtig. Es ist kein Zuhörkonzert, wo die Leute sich hinsetzen, sondern die Leute können alle mitmachen, von Anfang bis zum Schluss. Sie können mitsingen, mitklatschen und ich glaube, das ist auch wichtig. Und das ist das, was Koblenz ausmacht. Wir freuen uns immer auf die Tour. Koblenz ist für uns immer was Besonderes und es ist ein besonderes Publikum, es ist ein herzliches Publikum und für die Max Party Band natürlich ganz was Besonderes und wir freuen uns immer, dass wir da sind. Danke euch beiden für die kleine Ausschau von der Partyband Max und ich würde sagen, wir stoßen mal zusammen an auf euren geilen Auftritt. Prost! Prost! Prost. Ja, also die Wiesenbox, die ist leider leer. Felix hat mich alleine gelassen.
was soll ich sagen, selbst die Brezeln haben es nicht bis zum Ende überlebt. Die Stimmung heute war wirklich grandios. Vanessa Mai hat hier bis eben noch die Bühne gerockt. Tja, und leider kam sie auch nicht mehr zu mir in die Wiesnbox. Man kennt das ja mit den Stars und Sternchen, die haben es eilig. Und deshalb, ja, schade, gab es leider kein Interview. Aber wir hatten trotzdem wirklich eine Menge Spaß. Und mein Highlight heute war definitiv das Maßheben mit Felix. Ich würde sagen, ich habe mich verhältnismäßig ganz gut geschlagen. Ja, und das Oktoberfest, das geht langsam Richtung Ende. Nächste Woche, da begrüßt euch Christian nochmal hier in der Miesenbox. Zum letzten Abend, da begrüßen uns nämlich die Atzen hier in Koblenz. Also ich glaube, da können wir uns nochmal auf jede Menge Stimmung freuen. Ich trinke jetzt hier noch alleine mein Maß leer, also ich habe noch ein bisschen was vor. Und ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten zu Wiesentv. Danke!